Willkommen zu dem letzten und vierten Tutorial von Have a Merry Geeky Christmas, dem Advents-Format. Und zwar machen wir heute etwas nicht so Weihnachtliches. Einfach, weil ich es machen möchte. Und zwar machen wir heute ein Gothic Cat Collar, beziehungsweise ein Gothic Chuka DIY. Und zwar wird das Tutorial Ganze ein Halsband aus Leder mit verschiedenen Materialien. Ihr könnt alle möglichen Materialien nach allem Prinzip gehen, das geht jetzt nur ums Prinzip hier. Aus Leder ein Halsband mit Samt und roter Spitze und Nieten und einem kleinen Ring. Und was ihr dazu braucht, das ist einfach nur ein Prinzip. Tutorial, wie ihr also ein Halsband machen könnt. Was ihr dazu braucht, ist eine Nähmaschine oder Nähnadeln und Faden, falls ihr keine Nähmaschine habt. Dann normales Nähmaterial, also Maßband, um einen Halsumfang zu messen. Eine Lochzange, eine gute Lochzange, das ist eine blöde Lochzange, ihr braucht eine gute Lochzange. Dann braucht ihr ein Stück Leder in ungefähr der Länge, wie euer Hals breit ist, dass es passt, und ihr müsst Nahtzugabe lassen, weil wir den Rand umnähen müssen. Das heißt, ich habe hier jetzt so viel Nahtzugabe gelassen, dass ich es ohne Probleme umnähen kann auf die richtige Größe, dass es ungefähr so breit wird. Dann halt eure Materialien, wie ihr darauf machen wollt. Ihr könnt ja alles Mögliche nehmen. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier für solche bordeauxfarbene Spitze entschieden. Auch in der Länge ist ein halber Meter. Ich schneide immer nur einen halben Meter ab. Dann schwarzes Samtband, wie sie auch auf vielen anderen Schokern drauf sind. Dann schwarzes Satinband, ein kleines bisschen, um ein Schleifchen zu machen. Für vorne. Dann Verschlüsse, und zwar mache ich das Ganze so zu. Ich habe mir jetzt hier so zwei Halbringe gekauft, und die werde ich dann an jeder Seite annähen und dann mit einem einfachen Kettenverschluss zumachen. Den habe ich noch nicht, weil ich keinen in der passenden Größe hatte für die Größe dieser Ringe, aber halt einfach einen normalen Kettenverschluss. Das seht ihr dann auch später im Tutorial. Und dann noch zur Verzierung habe ich mir Schraubnieten besorgt und ebenso einen kleinen Ring für vorne dran. Ihr könnt ja noch ein Glöckchen oder noch einen Anhänger dran machen, je nachdem, wie ihr wollt, in welchem Stil das sein soll. Ich mache es halt so in diesem Gothic-Chuka-Stil. Und das ist ganz einfach ein Ring für einen Kettenverschluss. Also dazu gibt es ja noch ein zweites Teil. Und den könnt ihr ganz einfach umfunktionieren. Fangen wir an. Und zuerst müsst ihr jetzt euer Lederstück umnähen, so dass ihr eine schöne Oberkante habt und es auf der Breite ist, wie ihr euer Halsband haben wollt. Das ist jetzt die Seite, wo die Spitze und das Samt drüber kommt. Und hier oben ist die Seite, wo oben ist, was man also sieht. So, nun müssen wir mit Nadeln feststecken, wie wir die Spitze und das Samt, beziehungsweise was ihr halt habt, verteilt haben wollt auf das Halsband. Habt ihr nun die Spitze angenäht, müsst ihr nun das Satin annähen, beziehungsweise erstmal ansticken. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall mit den Nadeln fixieren, wo ihr das haben wollt.
So, wenn ihr nun euer Samtband angenäht habt, und zwar so, dass es wenig auffällt, müsst ihr nun eure Verschlussringe nehmen. Und ich habe das hier schon mal gemacht. Sie einfach um das Halsband so auf die Größe, wie ihr sie braucht, machen. Und dann einfach mit einem ganz normalen Stich auf der Seite vernähen. Mit der Spitze könnt ihr ein bisschen gucken, was ihr macht. Entweder schneidet sie ein oder ihr schneidet sie ganz weg. Aber ich gucke mal, was ich mache. Wahrscheinlich schneide ich sie ein oder nähe sie so, dass sie so hält, dass es von der Seite so aussieht. Ja, dann müsst ihr nun eure Ringe befestigen, euren Verschluss. So, wenn ihr nun euren Verschluss ganz angenäht habt, dann kommen jetzt die kleinen Einzelheiten, die Accessoires. Und zwar müsst ihr nun euer Halsband ausmessen. Eins ist jetzt 30 cm lang. Und dann durch die Menge der kleinen Nieten, sag ich mal, die ihr habt, teilen. Das wären bei mir 6, denn ich habe 5 Nieten. Das heißt, nach jedem 6. Zentimeter mache ich jetzt mit einem Stift. Und nun bringt ihr mit einer Lochzange, durchstecht ihr euer Halsband und bringt die Nieten an. So, wenn ihr dann nun eure Nieten befestigt habt, dann habt ihr euer Halsband. Verschluss könnt ihr entweder so machen, dass ihr es vorne verschließt mit einer Art Schloss, dass ihr es dann so zu sehen habt, oder dass ihr es hinten verschließt mit einem normalen Verschluss. Das ist dann ganz euch überlassen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial für ein Pastel Gothic Chuka oder Collar gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut und ciao!